Hi, heute machen wir uns ran an den Quickie-Markt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge hier in Springfield und es haben sich einfach zu viele den Quickie-Markt gewünscht, von daher kommt er heute. Ich wollte eigentlich damit noch warten, denn ich bin ja immer so einer, der ja sagt, im nächsten Minecraft-Update müssen unbedingt Betonstufen, Betontreppen kommen. Ihr seht, was ich hier meine, so ein bisschen. Das wäre super für die Leute, die bauen wollen und wir sind ja Leute, die bauen wollen. Von daher, liebes Minecraft-Team, liebes Mojang, wie man ja dann sagen muss, macht uns Betonstufen, Betontreppen endlich rein. Aber bevor ich heute die Folge überhaupt anfangen kann, wollte noch einer gegrüßt werden. Sei gegrüßt, willkommen zurück zu dieser neuen Simpsons-Folge. Der Quickie-Markt vor uns ist aber nicht der, den wir jetzt hier auch bauen möchten, denn das Original wird sich im Blockmaterial so ein bisschen verändern. Ich habe hier so ein bisschen schon mir meine Blöcke hier so ein bisschen vorne hingepackt und in der Farbe, wie ich das Ganze mir doch halten möchte. Der Quickie-Markt wurde ja in den laufenden Staffeln ja immer von der Farbe leicht geändert. Es gibt da viele Varianten, wie man sich die natürlich gerne basteln möchte. Wir haben die Spiele-App, wir haben aus den Folgen, ich blende euch jetzt hier nur einzelne Bilder ein, denn ich sag mal, der Quickie-Markt ist ja eines des Gebäude, also der Gebäude, die so oft in den ganzen Staffeln vorkamen wie kein anderes. Den Quickie-Markt möchte ich mir natürlich hier, sag ich mal, so ein bisschen hinter unseren Luigi mir basteln. Ich habe auch mir jetzt so vorgenommen, sag ich mal, jetzt hier in diese Richtung. Wir haben ja hier so auf der einen Seite den Berg, auf der anderen Seite den Zoo, der auch noch irgendwann mal wieder weitergebaut wird. Ich denke mal, wenn neue Tiere halt in Minecraft kommen, dann machen wir mal wieder ran. Ne, dann können wir da auch wieder was Exotisches uns da platzieren. Aber ansonsten möchte ich mir halt gerne in diese Richtung, weil ich habe kein richtiges Stadtzentrum mehr. Es ist alles so ziemlich auseinandergepflückt hier bei mir. Von daher muss ich mir irgendwo mal wieder, ja, im Grundkern der Stadt wieder hinbasteln. Und auch viele wollten auch mal, dass ich hier die Stadtmitte baue, weil das, damit haben wir ja damals angefangen. Da wäre auch cool, wenn wir da eine neue Jebediah-Statue uns mal hinbasteln. Neues Gericht, neues Rathaus und neuer Comicbuchladen und all diese möglichen Gebäude, die ja im Stadtzentrum sind, ne, müssen wir auch mal alles überarbeiten, ist auch alles machbar. Vielleicht bauen wir da denn auch mal einen anderen Stil. Ich habe ja damals immer aus der Spiele-App mir alles gebastelt und wir können ja mal auch alles etwas größer bauen und zwar denn das aus den Folgen der Simpsons. So, jetzt habe ich euch natürlich wieder ziemlich die Ohren voll gequasselt. Wir wollen heute uns natürlich nur ranmachen an den Quickie-Markt. Von daher brauchen wir wie immer erstmal ein paar Blöcke. Jo, dann würde ich sagen, holen wir uns mal raus für den Quickie-Markt ein bisschen gelbe Keramik. Dann holen wir uns ein bisschen Stein raus. Nicht nur den Block, sondern auch die Treppe und die Stufe davon. Ja, ich würde mal sagen, für den Quickie-Markt empfehle ich euch einfach mal türkises Glas. Glasscheiben bitte davon dann auch. Aber ihr könnt auch natürlich blaues Glas nehmen. Ne? Eins von beiden sucht ihr euch aus. Ja, dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus. Dann würde ich sagen, hellgraue Keramik und Schwarzeichenholztreppen. Ja, dann haben wir schon mal unsere Blöcke zur Hand. Und dann heißt es natürlich, wo wollen wir uns das Ganze platzieren. Jetzt ist natürlich, nee, du brauchst natürlich auch Platz. Ich gebe dir einfach mal so eine Empfehlung. Und zwar, wenn du vorne, sag ich mal, hier bei der Straße bist. Ich zähle jetzt den Bürgersteig nicht mit, ne? Also hier genau vorne an der Straße empfehle ich dir so einen Abstand von 10 Blöcke. Wäre so das Minimum für den Quickie-Markt. So 10 Blöcke nach hinten versetzt. Oder du machst es gleich ein bisschen ordentlich und sagst dann 15 Blöcke, ne? Also ich würde schon 15 Blöcke sagen, setz die nach hinten. Gut ist die Sache. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal das Maß für den Quickie-Markt. Dabei schnappen wir uns jetzt unsere gelbe Keramik raus. Ich finde, das ist die perfekte Farbe für den Quickie-Markt. So, wenn ich die ganzen Folgen mir angeguckt habe und auch halt aus der Spiele-App, ist das die richtige Farbe. Ja, dann würden wir jetzt vorne einfach mal anfangen. Zack, ich setze mir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal gelbe Keramik einfach mal hin. Dann nehme ich mir einen Stein, setze ihn mir einfach mal hin. Dann würde ich sagen, mache ich mir gleich daneben dreimal Steinstufen hin. Dann setze ich mir wieder einen Stein hin. Lass drei frei, einen Stein hin. Dann mache ich mir wieder hier 1, 2, 3 Stufen hin und wieder einen Stein. So, und dann setze ich mir hinten nochmal ran. 1, 2, 3, 4, 5 mal gelbe Keramik. So, dann haben wir unsere Vorderfront schon so leicht markiert. Ne? Also 5 mal Keramik, ein Stein, 3 Stufen, ein Stein. Freilassen dreimal, ein Stein, 3 Stufen, ein Stein. 5 mal Keramik. Jetzt kommen wir zu den Seiten. Die wollen wir natürlich einmal nach hinten wegziehen. Da würde ich mal sagen, setze ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Blöcke setze ich ran. Insgesamt sind es dann 23 Blöcke. So, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nochmal 22 Blöcke einmal bis nach hinten ransetzen. Da schnappen wir uns jetzt nochmal unsere hellgraue Keramik einmal raus und ich markiere mir jetzt einfach mal hier hinten, ich lasse jetzt hier auf der Rückseite so 3 Blöcke einfach mal hier so Platz und dann setze ich mir jetzt hier meine hellgraue Keramik so ein bisschen hin, das soll hier hinten noch so ein kleiner Hinterausgang sein, den wir uns ein bisschen markieren können, ne, 3 Blöcke hinten Platz lassen, Keramik hin, ein frei, Keramik hin.
Ja, dann bleibt am Ende nur noch die Rückseite. Die müssen wir dann einfach nur noch einmal gerade hier zuziehen. So, dann haben wir sie hier auch zugezogen. Jetzt geht's an den nächsten Schritt. Und zwar überall, wo du gelbe Keramik siehst, kannst du das Ganze auf 6 Blöcke hochziehen. So, was heißt denn 6 Blöcke? Wir setzen noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke rauf. Denn unten haben wir schon eine Schicht, ne, so am Ende, dass es halt 6 Blöcke an der Höhe ist. Jo, dann würde ich sagen, ziehen wir alles einmal hoch von der gelben Keramik. Jetzt hast du dir gleich schon mal hier ein fleißiges Bienchen verdient, wenn du das Ganze hochgezogen hast. Aber wir wollen gleich weitermachen. Und zwar, du schnappst jetzt einmal die Steinblöcke und wir gehen hier auf die Vorderseite. Denn jetzt wollen wir natürlich unseren Eingangsbereich ein bisschen basteln. Wir haben ja uns hier alles schön markiert. So, jetzt hinter jedem unserer Steinblöcke, die wir jetzt hier haben, insgesamt haben wir 4 Steinblöcke uns platziert, setzen wir noch 2 weitere einfach mal hin, dass wir 3 insgesamt haben. Die können wir jetzt eigentlich auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir unsere gelbe Keramik einmal haben. Wenn wir die dann hochgezogen haben, geht es weiter. Und zwar jetzt schnappen wir mal unsere Glasblöcke. Die würde ich mal sagen, setzen wir an den Seiten hier einfach mal dazwischen. Und wenn wir die dann dazwischen gesetzt haben, schnappen wir wieder unseren Steinblock einmal zur Hand. Jetzt können wir hier einmal oben auf der Vorder- wie Rückseite noch eine weitere Steinblockschicht hier einmal platzieren. Auf der Rückseite machen wir es natürlich auch. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Und zwar, wir schnappen nochmal unsere Stufen zur Hand. Und zwar auf der Rückseite innen drin im Laden können wir natürlich auch einmal unten Stufen platzieren. Und über den Stufen, da würde ich mal sagen, lassen wir eine Stufenreihe so an sich Platz und setzen gleich darüber dann wieder die nächste Stufenreihe. Das machen wir natürlich einmal im Laden, wie natürlich einmal draußen. Und da kann ich dir auch gleich einen Tipp geben. Und zwar, wenn du Lichtquellen dir setzen möchtest, noch hier, sage ich mal, im Laden oder draußen so ein bisschen, damit das hier hell ist, kannst du das Ganze, die, sage ich mal, hier unter diesen Glasblöcken platzieren. Ja, wie meine ich das? Man kann jetzt hier natürlich ein bisschen was weghauen, setzt dir da eine Seelaterne hin und kannst dir das Ganze dann hier wieder ein bisschen zubasteln. Ja, und dann kannst du da dann auch ein paar Lichtquellen verstecken. Wie gesagt, das sieht man nicht, es sei denn, man fliegt hier im Creative natürlich hier so ein bisschen hoch, dann sieht man deine Lichtquelle. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, hier im Survival ist oder Leute im Survival hier lang gehen, die würden das nicht erkennen oder könnten hier nicht reinluschern, ob deine Lichtquelle versteckt ist. Kleiner Tipp schon mal. Ja, dann geht's gleich weiter und zwar, ich bastel mir jetzt hier gleich meine Eingangstür. Ich fange hier einfach mal natürlich in der Mitte an, da sitzt ja denn die Tür. Ich setze mir hier in der Mitte jeweils unten eine Glasscheibe hin, dazwischen lasse ich frei, da kommen dann die Griffe hin. Nee, dann nehme ich dann einfach mal Eisengitter und darüber dann nochmal eine Glasscheibe. So, darüber können wir jetzt einfach mal, hier ganz vorne dran, setze ich einfach mal eine Treppenreihe hin, dann setze ich mir nochmal eine Treppenreihe hier innen drin. Und dann würde ich sagen, könnten wir... Oh, ich mache jetzt hier einfach mal an den Seiten zwei umgedrehte Treppen hin und dazwischen oben eine Stufe hin. Ja, so, und so ein bisschen ist ja eine Schiebetür. Könnte ja sein, dass die dann hier irgendwie so eine Schiene hat, ne, dass die dann da auch wieder zufährt. So, ganz oben in der Lücke, da setze ich dann in der Mitte einfach mal eine Glasblockschicht hin. Jetzt kann man hier, sage ich mal, oben auch nochmal hier alles zumachen. Obwohl, komm, wir machen hier oben alles zu. Es soll ja alles ordentlich sein. Dann haben wir schon mal vorne unseren Eingangsbereich fertig. Jetzt geht es weiter und zwar nochmal auf der Rückseite. Naja, was heißt Rückseite? Hier so ein bisschen an der Seite. Wir hatten ja uns also einen kleinen Hinterausgang hier markiert. Den wollen wir natürlich auch basteln. Das Ganze machen wir an sich auf eine Höhe von 4 Blöcke. Also 3 Blöcke setzen wir rauf. Oben verbinden wir das Ganze mit unserer Keramik. Dann setzen wir uns wie immer eine umgedrehte Treppe rein. Die Tür haben wir noch nicht zur Hand, aber das kommt noch. Und dann könnten wir hier oben noch einmal hier die Lücke füllen mit unserer gelben Keramik. Da sind wir auch erstmal durch hier mit diesem ganzen Blockmaterial. Das tun wir weg und gucken wieder in die Kiste rein. So, um weiterzubauen für unseren Quickie-Mark, holen wir uns jetzt einfach mal eine Schwarzeichentür raus. Denn ein bisschen AK ist die neue Stufen, die Treppen und Blöcke davon. Dann holen wir uns ein bisschen weißen Beton raus. Hellgrüner Beton und ein bisschen hellgrauer Beton. Zum Schluss holen wir uns noch eine Bruchsteintreppe und davon die Stufe. Ja, mit dem Bruchstein fangen wir erstmal an. Das ist so eine kleine Deko-Sache. Und zwar vorne bei unserer Eingangstür ist so ein kleiner Fahrradständer. Den wollte ich mir so ein bisschen mit Bruchsteinstufen und Treppen so darstellen. Einfach hier so ganz simpel. Tja, platzieren wir uns das hier vorne, ne? Dann haben wir hier gleich schon mal unseren Fahrradständer. Dann kommen wir gleich schon zu unserer Tür. Die ist natürlich hier einmal für unseren Hinterausgang gedacht. Zack, setzen wir sie rein. Und dann kommt auch schon keiner einfach so in unseren Laden rein. Als nächstes kommt ein bisschen Massenarbeit. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal schon das Quickie-Mark-Dach rauf. Das heißt jetzt einfach mal, wir machen hier an der Seite, ich zeige euch mal so ein bisschen das Prinzip, wie man das jetzt baut. Also hier oben an der letzten Blockschicht hier von unserem Laden setzen wir einfach hier eine Stufenreihe hin. Darauf platzieren wir dann eine Treppenreihe. Da kannst du jetzt auch zwei Varianten, wie du das Ganze dir basteln möchtest. Du kannst einmal die Treppen so geschlossen lassen hier an den Ecken oder du tauschst sie jetzt aus und setzt eine Stufe hin. Wirkt etwas anders, ne? Aber ich mache jetzt einfach mal, ja, es kam ja immer mal dazu, dass die Treppen sich verbinden. Mache auch so, dass die Treppen sich halt verbinden. Ja, als nächstes geht es dann weiter, dass wir dahinter eine Blockschicht uns einmal hier platzieren. So, darauf setzen wir dann wieder eine Treppenschicht. Ne? Und wenn wir dann darauf die Treppenschicht haben, geht es weiter, dass wir da dann einfach mal eine
ups, so eine Stufenreihe uns platzieren. Und dann haben wir schon fast geschafft. Dann kommt noch eine Schicht und zwar die letzte Schicht wird dann eine Blockschicht sein. Da kannst du ruhig Blöcke nehmen. Du könntest auch sagen, ich nehme Stufen, aber weil wir dann später das Dach basteln noch, nehmen wir ruhig Blöcke. Ja, relativ simpel. Wie beginnen wir? Mit einer Stufe, Treppe rauf, dann geht es so schräg zur Seite weg, da setzen wir einen Block hin, Treppe rauf, schräg zur Seite weg, eine Stufe und dahinter setzen einen Block. Ja, das ist das Maß vom Dach. So wollen wir uns das Ganze denn hier auch ein bisschen platzieren und das schließen wir dann einfach mal komplett hier ringsrum. Wenn wir das Dach dann drauf platziert haben von unserem Quickie-Markt, geht es jetzt noch ran, die Schilder an den Seiten zu befestigen. Ich habe jetzt die zwei Seiten schon ein bisschen so vorgefertigt, damit du ein bisschen sehen kannst, wie das schon aussieht. Wir beginnen dann erstmal auf der Vorderseite, da ist es eigentlich am einfachsten, sich das Schild auch zu platzieren, denn da haben wir schon die ganzen Maße vorgegeben. Was heißt denn hier die Maße vorgegeben? Wir haben uns ja gar nichts markiert. Ah, brauchen wir auch nicht, denn wir haben ja die Tür. Die Tür hat ein schönes Dreiermitte, kann man ja sagen. Da ja, orientieren wir uns dann auch oben beim Dach, da schlagen wir dann erstmal die drei Treppen darüber einfach mal weg. Gehen zu jeder Seite noch. 1, 2, 3, 4, andere Seite auch. 1, 2, 3, 4. Dann können wir darüber die nächsten zwei Schichten einmal komplett weghauen. Wenn wir das haben, platziere ich mir jetzt hier auf meinen Steinblöcken erstmal, würde ich mal sagen, eine weiße Betonreihe. An den Seiten setze ich mir dann jeweils viermal weißen Beton hin. Das Ganze stapel ich mir dann hier noch einmal. Und in der Mitte setze ich mir dann einfach mal zweimal unseren grünen Beton. Und ganz oben setze ich mir dann eine grüne Betonschicht. Jetzt hatte ich ja zum Anfang wieder ein bisschen rumgemeckert, dass wir noch keine Stufen haben vom grünen Beton. Weil es ja irgendwann mal da sein sollte. Oder wenn du jetzt das Ganze dir baust, wenn grüne Betonstufen da sind, dann setze statt jetzt den Blöcken hier drauf bitte Stufen. Sieht einfach besser aus. Dann haben wir schon mal das Schild vorne auf der Seite hier fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch eins mal auf der Seite uns basteln. Da haben wir jetzt natürlich hier nicht so richtig vorgegeben, wo ist denn hier die Mitte. Ja, da können wir eigentlich einen Trick machen. Und zwar, ich setze mir jetzt einfach hier so einen kleinen Markierblock. Also ich markiere mir das Ganze und gucke jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier 5. Nochmal 5, also 11 hier auf der Seite. Zur anderen Seite gucke ich auch nochmal. Jetzt habe ich hier 5, habe hier 5, also 11 auf der Seite. So, dann habe ich hier schon gleich meine Mitte einmal rausgefunden. So, darüber schlage ich natürlich dann auch wieder hier drei Treppen einfach mal weg. Zu jeder Seite gehe ich noch 1, 2, 3, 4. Andere Seite auch nochmal. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir oben uns das Ganze schon mal ein bisschen markiert und können hier unten unsere Blöcke weghauen. Dann heißt es hier wieder, schlagen hier erstmal die nächsten zwei Schichten weg. Dann können wir jetzt hier auf unserer gelben Keramikschicht erstmal eine weiße Betonschicht setzen. An den Seiten setzen wir dann wie immer vier einfache weiße Betonblöcke. Das Ganze stapel ich mir hier nochmal. Und dann geht schon ran an den grünen Beton, dass wir uns hier in der Mitte einmal, zweimal den hier platzieren können. Und ganz oben drauf setzen wir uns dann nochmal davon eine Blockschicht. Super, so, dann haben wir unsere vier Schilder dann drauf, muss natürlich noch auf der anderen Seite machen, aber das Maß ist ja an sich dann identisch hier zu jeder Seite weg. Ja, und wenn wir das Ganze haben, geht es weiter, dass wir jetzt anfangen mit den hellgrauen Beton. Und der ist ja dafür gedacht, dass wir an der Seite von unserem Quickie-Markt, da steht dann immer die Mülltonne und die ist ein bisschen eingemauert, dass wir da jetzt die Mauer noch rumziehen. Ja, einfach auf der rechten Seite vom Quickie-Markt setze ich mir jetzt einfach mal hier, würde man sagen, viermal hellgrauen Beton ran. Das ist dann so auch wieder so ein Augenmaß, wie man es möchte. Man könnte es auch nur dreimal machen. Ich mache aber, würde ich mal sagen, viermal. Ja, viermal sollte reichen. So, dann lasse ich zur Seite weg zwei Blöcke Platz und setze mir dann nochmal viermal einfach mal meinen hellgrauen Beton hin. Das Ganze ziehe ich mir da hinten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Insgesamt haben wir denn hier eine Achterlänge. So, die ganze Achterlänge können wir dann natürlich auch auf eine Viererhöhe oder Dreierhöhe ziehen, ne, wie man halt möchte. Und dann die Rückseite schließen wir noch einmal hier zum Quickie-Markt. Und dann sind wir damit auch wieder durch und können das Ganze wegtun. So, einmal müssen wir noch an die Kiste ran. Um den Quickie-Markt jetzt abzuschließen, holen wir uns auch ein bisschen türkisen Zement raus, Schleifsteine, Steinziegelstufen, dann würde ich mal sagen Stolperdraht, Haken holen wir uns raus, denn eine polierte Andesitstufe, blauer Zement, einen Hebel, Eisengitter, die hatten wir ja zwar schon, aber holen wir uns noch mal raus und dann holen wir uns noch einen Spender raus. So, ich würde mal sagen, wir beginnen erstmal mit dem, was wir gerade eben aufgehört haben zu bauen. Und zwar die Mauer von unserer Mülltonne. Die wollen wir uns jetzt natürlich einmal reinbasteln. Meine Mülltonne hat die Farbe Türkis. Kannst natürlich auch ändern, welche Farbe die auch immer haben soll. Ich fliege jetzt einmal hier rein und suche mir jetzt hier so ein bisschen die Mitte raus. Wir haben hier eine Zweiermitte. Setze ich mir einfach meinen türkisen Zement hier hin. Das Ganze setze ich mir noch viermal nach vorne weg. Das Ganze mache ich mir hier an sich auf eine Zweierhöhe. So, an den Seiten hier möchte ich gerne, dass meine Mülltonne auch ein paar Räder hat. Von daher werde ich mir jetzt hier die Räder mit einem Schleifstein basteln. Ah, die Räder sollten dann auch so nach vorne zeigen. Wunderbar. Was tausche ich hier aus? So,
Den Boden muss man dann natürlich da wieder runter einmal basteln. So, dann habe ich hier mein eigenes Rad. Das macht man dann natürlich hier nochmal auf der anderen Seite. Ist natürlich ein bisschen umständlich, sich die Schleifsteine so ein bisschen zu platzieren. Geht halt immer nur, wenn man von unten guckt. Von daher machen wir das. So, dann platzieren wir hier auch wieder den Boden einmal rein. So, dann hat unsere Mülltonne schon die Räder. Jetzt wollen wir natürlich noch einen Deckel drauf machen. Das mache ich mir einfach mal ein bisschen mit Steinstufen da. Ich finde immer eine schöne Optik, wenn man sich die Mülltonne auch so bastelt, dass sie ein bisschen offen ist. Von daher kippen wir das Ganze so ein bisschen nach oben hier mit den Stufen. Ja, und dann ist unsere Mülltonne schon so gut wie fertig. Na, man könnte noch ein paar Griffe an den Seiten basteln, ne? Falls man die mal ja, wegtransportieren muss. Ne? Ein paar Griffe an den Seiten hin und dann ist das hier fertig. So. In ein paar Folgen war auch noch eine Klappe zu dieser Mülltonne hin. Was heißt denn eine Klappe? Also jetzt hier vorne bei diesen, ja, bei dieser Mauer war noch so eine Eingangsklappe. Kann man sich natürlich so ein bisschen mit polierten, ja, an die Sitzstufen hier so ein bisschen darstellen. So. So eine Klappe, die einfach hier so ein bisschen nach oben war, kann man sich denn damit auch noch basteln. Ja, da sind wir dann schon mit der Mülltonne fertig und dann kommen wir noch zu einer Sache. Und zwar war vor unserem Quickie-Markt noch so eine Telefonzelle, so ein Münztelefon ein bisschen da. Da würde ich mal sagen, nehmen wir jetzt einfach unseren blauen Zement. Hier auf der rechten Seite platziere ich mir einfach mal zwei Stück hier einfach mal an der Wand ran. Dann würde ich mal sagen, die Telefone sind noch ein bisschen verbunden hier nach oben. So, mit Eisengitter verbinde ich mir das Ganze mal ein bisschen zum Dach. Und dann mit einem Spender schließen wir das Ganze an. Der Spender müsste dann aber so nach unten gucken. Dann sieht das auch ein bisschen logisch aus. Und dann könnte man die Telefone, sag ich mal, hier mit ein paar Hebel darstellen. Ach, zum Glück denke ich ja immer dran. Und zwar, wir holen uns nochmal einen weißen Beton raus und bürgen Schilder. Und zwar an den Seiten standen, oder ja, waren noch zwei ja, Hinweise, dass man hier parken kann. Schilder, so einfach an den Seiten. Hier kann man dann mit einem weißen Beton so mal kurz ins Mauerwerk reinhauen. Und dann setzen wir da einfach ein paar Schilder drauf. Was da drauf steht, wartet einen Moment. Das schreibe ich einmal rauf. Tada! So, Parking Only steht da drauf. Ich stelle mich kurz davor. Video anhalten. Kannst du gerne auch aufschreiben, ne? Parking Only. Jeweils auf beiden Seiten steht dann das Gleiche drauf. Kann man natürlich auch einmal auf beiden Seiten dann auch schreiben, wenn man sich die Mühe machen möchte. Ja, ansonsten, was kann man noch machen? Natürlich vor dem Quickie-Markt sich einen kleinen Bürgersteig hier so ein bisschen basteln auf ja, eine Maße von 3 Stufen empfehle ich euch mal. Dann könnt ihr da noch mal zwischen vielleicht eine ja, Bodenebene freilassen, bevor ihr denn euch die Parkplätze ein bisschen hinzeichnet. Die Parkplätze bei mir haben hier eine Breite von jeweils immer 4 Blöcken an sich und 5er Länge. Insgesamt hat der Streifen hier dann eine 6er Länge, weil ich den ja hier dazwischen nur einmal gehauen habe. Und wenn wir uns die Schrift dann drauf platziert haben, fällt mir noch was auf, und zwar, wir müssten noch einmal unterm Schild nochmal eine Stufenreihe uns hier so ein bisschen drauf platzieren, sonst ist das Schild doch ein bisschen zu riesig. Ne, das machen wir nochmal hier auf allen Seiten. Ne, wenn wir das denn hier auch auf den Seiten uns nochmal eine Stufenreihe platziert haben, kommt bestimmt wieder die Frage, wie macht man sich denn Buchstaben auf Banners? Wie geht denn das Ganze? Ja, ich werde hier unten in der Videobeschreibung ein Video zu verlinken, wie man sich das ganze Alphabet auf Banner sich craftet, aber das Video hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Von daher würde ich mal sagen, weil es auch neue Techniken gibt, setze ich mich denn als nächstes Videoprojekt dann da mal ran, das Ganze zu überarbeiten. Da gibt es da mal ein schön aktuelles ABC, also wie schreibt man das auf Banners rauf, damit wir da auch wieder was Feines haben und auch was Simples, wie man sich dann ganz easy peasy sich da dann das ganze Alphabet auf Banners macht, um sich dann hier auch den Quickie-Markt dann raufzuschreiben. So, aber ich möchte euch noch nicht in Ruhe lassen mit dem Quickie-Markt. Ein paar Sachen sind noch, und zwar in der Kiste ist nichts mehr drin, aber in dieser ist noch was. Ich empfehle jetzt einfach mal, noch ein bisschen grauer, trockener Beton sich rauszuholen. Du kannst auch ganz normalen Beton sich rausnehmen, aber ich finde ihn irgendwie besser von der Textur her. Und dann holen wir uns nochmal Akazienholzblöcke raus. Ich werde dann, sage ich mal, zum Quickie-Markt auch noch eine Tour hochladen. Das findest du dann unten in der Videobeschreibung. Aber für die Leute, die, sage ich mal, das halt immer nur das Dicke bauen möchten, muss man natürlich noch ein Dach aufsetzen. Jetzt gibt es 2 Varianten. Zum einen kannst du ganz, ja, ganz einfach dir jetzt das Dach hier mit unseren Akazienholzblöcken zuziehen, weil in einer Folge oder ein paar alten Folgen war das Dach eigentlich komplett glatt mit der gleichen Farbe, wie es an den Seiten ist. Also könntest du jetzt damit das alles zuziehen oder du machst dir ein bisschen Mühe. Das heißt aber, du musst, sage ich mal, hier runter, die jetzt hier natürlich eine Schicht platzieren, könntest denn hier, zack, den ja, trockenen Beton hier einfach mal hinsetzen. Aber ich glaube, so möchte ich mir das auch noch nicht machen. Ich mache mir das Ganze doch noch, noch eine Ebene noch tiefer. So, dass denn hier noch eine Kante ist. Und dann setzt du dir hier dann mit dem trockenen Beton die Decke rauf. Das werde ich jetzt aber auch nicht so lassen, denn ich habe ja vor, mir aus einer bestimmten Folge noch da oben einen Garten raufzubauen, weil Aru hatte ja in einer bestimmten Folge einen Garten gehabt. Die werde ich dir mal reinhauen, falls du das Ganze dann auch basteln möchtest. So als kleine Anregung, wie das aussieht. Ansonsten musst du halt zur, ja, bis zur Tour abwarten. Ich werde mir da oben dann wieder was hinpflanzen.
Ja, aber ansonsten musst du dir dann, sage ich mal, die Decke ausfüllen. Wie gesagt, ich empfehle dir einfach mal grauer, trockener Beton. Sieht am originalsten aus, wenn man so Spiele-App mal ein bisschen guckt, ne? Ja, ansonsten, ja, ziehst du noch das Dach ein bisschen fertig, dann hast du den Quickie-Markt damit dann auch abgeschlossen. Ich komme noch mal einmal zu sprechen hier in den Quickie-Markt, wenn man sich den natürlich jetzt einrichten möchte. Ich habe darauf geachtet, dass er innen drin genug Platz bietet. Du kannst dir an den Seiten jetzt, also der Quickie-Markt hat schon mal, das kann ich schon sagen, die Wandfarbe blau. Da nehme ich dann schon trockenen Beton schon mal als Information. Und ich habe darauf geachtet, dass du an den Seiten jeweils dir eine Tapete machen kannst von 2 Blöcke. Das heißt, du kannst dann Regale in die Seiten reinbasteln und so. Das heißt, du kannst dich da richtig austoben, wie du es halt dir basteln möchtest, dein Quickie-Markt, ne? Also die Wände, da kannst du Regale reinbasteln. Ja, ansonsten hast du hier natürlich auch noch genug Fläche, um dir dann auch ein paar Regale, also Regalreihen dir hinzumachen, vielleicht noch einen Kassenbereich und sowas, was halt so ein Quickie-Markt ist. Und ich merke gerade wieder, ich habe gerade eben so oft reinbasteln gesagt, dass ich schon nicht mehr hören kann. Ja, aber jedenfalls sind wir dann hier mit dem Quickie-Markt fertig, ne? Und wie gesagt, das Dach musst du gucken, wartest bis du tue oder ziehst es dir jetzt schon zu. Ne, da musst du mal gucken. Beim Quickie-Markt ringsrum war auch ein kleiner Zaun. Eigentlich in fast jeder Folge war der gleiche Zaun zu sehen. Falls ihr den euch natürlich auch basteln wollt, der ist ganz einfach. Ihr nehmt ein bisschen Sandstein, den platziert ihr euch unten, hellgrauer Beton an den Seiten als Pfosten, ne, vom Zaun. Und einen Abstand so von 5 Blöcke empfehle ich mal. Ihr könntet auch ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger. Kommt halt drauf an, wo ihr euch euren Quickie-Markt denn platziert, ne, und wie viel Platz ihr nach hinten habt. Ich habe genau Glück gehabt, sage ich mal, mir den Quickie-Markt zu platzieren. Ihr seht, ich hatte hinten jetzt hier, wo die Straße anfängt, noch 2 Blöcke Platz. Hat alles perfekt gepasst. Sonst hätte ich noch ein bisschen weiter nach vorne gehen müssen. Also da kann man ja immer ein bisschen spielen, wie man sich den halt platziert, den Quickie-Markt. Ne? Sonst muss man vorne vielleicht ein paar Blöcke, ja, weniger auch hinten setzen oder so. Naja. Jedenfalls, bei mir steht das Ganze. Ich bin zufrieden, wie er jetzt aussieht. Jetzt muss man natürlich noch sich ranmachen, das einzurichten. Wie gesagt, das findest du denn unten. Falls du Interesse hast, dir das Ganze auch noch anzugucken, wie es denn fertig aussieht. Ja, ansonsten ist es dann das nächste Video nach dem Quickie-Markt. Also erstmal kommt noch die Tour vom Quickie-Markt und dann kommt ein Video für die ganzen Banners, ne, wie man sich die ganz einfach in Minecraft craftet, damit wir das mal endlich fertig haben. Ja, aber ansonsten ist der Quickie-Markt fertig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Ich stelle mich dann hier vorne, so, wenn ich Safety bin, ne, vorne Safety hin. Und sage ich nur eins zu dir, und zwar ganz einfach, tschüss.